Hallo Leute, wir sind in der Hütte. Ich habe schon die Klamotten hin und her gemacht. Ich habe auch diesen Feuersteinspeer abgelevelt. Der hat jetzt hier. Ne, da oben muss ich gucken. Hier. Ja, mach weg. Mach weg, mach weg, mach weg, mach weg. Herstellen. Ne, wollte ich nicht. Hier einfach drauf hovern und dann ist gut. Stechen 32, da habe ich den auf den nächsten Level gebracht. Wir sind da jetzt mit durch. Das Einzige, was jetzt noch interessant wäre, ist hier, dass wir Harz, Leder kriegen. Leder müssten wir noch in der Kiste haben, hatte ich gerade weggelegt. Auf jeden Fall brauchen wir noch ein bisschen Holz, da war es zu wenig. Das ist unser Ziel jetzt gerade, ein bisschen Holz zu holen. Dann machen wir uns noch so einen Backler. Dann gehen wir pennen und wenn wir gepennt haben, dann ist die nächste Geschichte, dass wir schauen, dass wir, sag schon, vielleicht dann mal. Oh, der hörte sich ziemlich nahe an. Sehe ich den irgendwo hier? Ich glaube, ich habe aber schon wen anders gehört. Ne, oder? Also das Reh war nicht weit weg. Oder der Hirsch vielmehr. Aber ich höre noch wen anders. Da ist Milchschwein. Okay, das war jetzt mal eine coole Geschichte. Da haben wir gleich drei auf einmal. Jetzt haben wir noch Harz gekriegt. Wenn jetzt uns noch der Hirsch über den Weg läuft, das wäre das Genialste, aber der wird wahrscheinlich jetzt schon weg sein, wenn er hier in der Nähe war. Gut, okay, das heißt, das ist kein Wildschwein, ne? Nein. Wir brauchen jetzt noch ein Stück Holz. Den holen wir uns jetzt mal gerade hier, den Baum. Einfach mal Holz fällen. Wohin fällt er? Dahin, aber irgendwie hört sich's an, als ob noch mehr fällt. Nee, ne, oder? Nee. Also von hier aus schaffe ich es nicht. Also da rechts liegt auf jeden Fall noch mehr. Ich weiß aber noch nicht genau was, aber es liegt da noch was. Wo ist er? Da. Einmal bitte Harz, danke, tschüss. Jetzt müssen wir hier nochmal hin. Okay, das waren irgendwie Bucheckern oder Sämlinge. Da ist unsere Hütte, hier ist aber noch ein Baumstamm. Dritten Teil gibt es wohl nicht, ne? Ist hier noch wer? Ich glaube nicht, ne? Nein. So, wir gehen in die Hütte, rennen, pennen noch eine Runde und ihr seid die ganze Zeit dabei, um das richtig zu sehen, ne? Das ist schlecht. Dann machen wir gerade das Intro. So, hab gerade noch was zu essen reingeschmissen, hatten wir ja gerade noch, ne? Ja, dann gucken wir, dass das Essen auch noch fertig wird. Weiß gar nicht, wie viel wir da haben. Eins, zwei Wildschweine waren das nur? Ich glaube, zwei Wildschweine waren das nur, oder? Ja, passt. Gut, das heißt, jetzt gehen wir in der Haie. Wenn wir hier am Gestell vorbeikommen. Und dann sind wir ausgeruht, oder? So. Holz haben wir dann genug. Machen noch den Dingens. Wenn er morgen kommt, begrüßen wir ihn mit Erleichterung. Genau. So, das haben wir auch. Wir sind gemütlich unterwegs. Gehen hier rein, um uns das Holzschild bauen zu können. Wir haben hier noch eine kleine Stelle, die noch kaputt ist. Also wir haben nicht genug Material. Das ändert sich aber jetzt gerade, indem wir das so machen und so machen.
Jetzt müsste das klappen, oder? Holzschild herstellen. Ach so, das können wir auch leveln dann, ne? Holzschild da. Da fehlt uns ein Leder für. Da müssen wir jetzt noch ein Leder besorgen. Eins ist zu wenig. Das heißt, doch noch ein Wildschwein. Gerade hier gucken. Das können wir weglegen. Das legen wir auch weg. Der Rest kann erstmal bleiben, oder? Dann einmal bitte raus. Dann müssen wir noch ein Wildschwein finden, ne? Warum hat das so Jingeldraht? Hagen ist da, okay. Was möchte Hagen denn von uns? Ach, ich habe ein Schild hergestellt. Jetzt kommt hier aber keiner, ne? Das ist Hagen, der hier den Krach macht, oder? Hey Hagen, ich habe das noch nicht gelesen. Kannst du nicht einfach abhauen? Okay, dann muss ich das nachträglich lesen, ne? So ein Shit. Wenn ihr es noch anhalten könnt, dann könnt ihr es lesen. Ich hatte das Pech, dass es schon weg war. Hier war doch immer schön ein Wildschwein, oder? Jetzt ist hier keins. Oh, da ist der Hirsch. Und da ist das Wildschwein. War da noch ein zweites? Da war noch ein zweites, oder? War da ein zweites oder war das das? Das muss das gewesen sein, so ein Shit. Da ist keins. Schade. Doof gelaufen. Könnte etwas zu essen vertragen. Ja, genau. Dann gucken wir mal. Die Echsenschwanz hier, den können wir als erstes nehmen, ne? Nee. Da ist ein Hirsch. Shit. Da hinten ist er. Ah. Ich dachte, hier der wäre es gerade gewesen. Wunderbar. Noch einen gehört, oder? Ich meine von da. Ja, Wind steht schlecht, ne? Das kann Hirsch, oder? Der ist nicht weit weg. Ist aber wohl nicht. Ich sehe ihn nicht. Okay, ist auch egal. Wir gehen erstmal zur Hütte zurück, weil wir jetzt irgendwo gerade wieder den Kollegen hören.
der uns eine hauen will. Okay, dann haben wir aber... Ist hier noch irgendwas? Nein, ne? So. Ja, ich habe einen Schmieder gehört, ne? Das ist aber nicht. Keine Ahnung, wo er jetzt ist. Feuer brennt noch. So, was wollten wir machen? Den Schild leveln. Geht. Blocken jetzt auf mehr. Jetzt ist 18, geht noch. Jetzt bräuchten wir noch 4 Wildschweine. Oder 4 Leder, sagen wir es mal so. Hatten wir noch Leder in der Truhe? Weiß ich jetzt nicht. In der auf jeden Fall nicht. Und in der leider auch nicht. Also kein Leder da. Warte mal, wenn ich das leveln will. Zu weit weg, hat er gesagt. So, das können wir hier mal gerade reparieren. Wenn ich das Holzschild leveln will, geht das noch einmal. Harz ist nicht das Ding, das haben wir. Leder ist das Ding. Und dann brauchen wir Wildschweine. Hier sieht es natürlich top aus mit der Sonne und so, ne? Da könnte man die Wildschweine sofort erkennen. Läuft hier denn eins rum? Jetzt gerade nicht so wirklich, ne, oder? Ne, ich sehe keins. Schade. Na, ich dachte, hier wäre was, aber das war nix. Kann schon wieder was zu essen zu vertragen, du glaubst es doch nicht, oder? Ja. Oh, jetzt haben wir keine Bären mehr. Die erste Beere haben wir wieder. Hier ist kein Wildschwein. Schade. Ist das ein Wildschwein? Ja. Ich höre den Hirsch, aber vielleicht ist er auch schon weg. Da ist doch noch ein Wildschwein. War es also doch zwei. Okay, jetzt nur noch 2 Wildschweine. Und hier können wir die Bären noch mitnehmen. Gut. Da ist der Hirsch.
Hol Schwert raus und hab den Club den so kaputt, ey. So geht's auch, ne? So, das haben wir alles. Jetzt brauche ich noch Dingens. Wie heißt es? Zwei Wildschweinleder. Hier ist kein Wildschweinleder. Gibt es hier irgendwo Wildschweine? Da rechts sind diese anderen Typen da, das weiß ich wohl. Irgendwo hier muss er sein. Da ist er. Da ist er. Das da hinten ist bestimmt ein Wildschwein, ne? Steht an einer ungünstigen Stelle, dass ich den treffen kann, ne? Da rechts ist ein anderer Typ auch. Warte, da ist noch ein. Da ist noch ein Hirsch. Shit, der ist weg. Wo ist der Hirsch hier? Wo ist denn der Typ jetzt? Der war doch hier gerade. Ich brauche noch ein Wildschwein, oder? Jetzt brauche ich noch ein Wildschwein, da habe ich vier Felle. Vier Leder. Da vorne ist irgendwie so ein Erdhügel, wo man rein kann. Okay, da wollen wir wohl besser nicht hingehen, ne? Und da ist der Hirsch. Den holen wir uns gerade schnell. Dann sind wir auch schon weg. Weil wenn wir da gerade wen losgetreten haben, dann ist das nicht gut, glaube ich. Bräuchte aber wie gesagt noch ein Wildschwein. Oh, da hinten ist der nächste Hirsch. Der ist zu weit weg. Scheiße. Ich hab ihn. Wow. Dieser Stein da sieht ein bisschen komisch aus, oder? Ist er komisch oder nicht? Steht da was auf der Rückseite? Ja. Runenstein lesen. Halte Innerreisender. Du bist nun in der letzten gesetzlosen der 10 Welten angekommen.
Evakuieren von Reichen. Hier kannst du einfach eine Runde. Okay. Ich hätte jetzt gerne aber noch schnell ein Wildschwein. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir gehen wieder zurück. Vielleicht sind wir auf dem Rückweg dann mit dem Wildschwein unterwegs. Oh, der ist so nah. Da ist auch ein Wildschwein bei. Okay. Was ist das hier für eine Opferstätte? Jage seine Nachkommen, okay. Da ist nichts. So, jetzt müssen wir nur zurückfinden, ne? Ich glaube, wir müssen hier rechts hoch, kann er sein? Ja, da oben ist unser Bett. Gut, dann würde ich sagen, machen wir es hier erstmal so, dass so ein Cut da ist. Ich bewege mich wieder zurück, hoffe, dass ich nicht irgendwo unterwegs von irgendwem kaputt gemacht werde, aber das werden wir wohl in den Griff kriegen. Ich sag mal ganz einfach recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.